Zum Ende des ersten Johannesbriefes stellt Johannes in Kapitel 5 nochmal fest, dass Errettung allein durch den Glauben an den Herrn geschieht und dass wir unser Heil vor allem niemals verlieren können. Das ist ein großes Thema, das im ersten Johannesbrief Kapitel 5 angesprochen wird, worauf ich dann später eingehe. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir nochmal klare Aussagen zur Errettung finden am Ende des ersten Johannesbriefes, denn diese Aussagen widerlegen, wie manche Verführer und Irrlehrer, die eben auch angesprochen werden in Kapitel 4, wie sie den ersten Johannesbrief verdrehen. Ein bestes Beispiel dafür ist 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9, wo es heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Nun, dieser Vers wird so oft verdreht, um irgendwie zu sagen, ein wahrer Christ, der wird nicht fortwährend sündigen. Irgendwie, er wird nicht fortwährend in Ehebruch leben oder sowas. Und wenn du fortwährend deiner Sünde lebst, dann bist du nicht gerettet. Das ist natürlich Schwachsinn, das ist eine falsche Lehre, eine dumme Lehre. Es ist noch nicht mal, was da steht natürlich. Es ist einfach nur verdreht. Denn die Bibel sagt in 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Nicht irgendwie fortwährend, dass er fortwährend nicht in Sünde lebt, was auch falsch wäre, sondern einfach tut nicht Sünde. Worum geht es hier? Nun, natürlich, ich gehe jetzt nicht auf Kapitel 3 ein. Dazu solltest du dir meine vorherige Podcast-Folge zu Kapitel 3 anschauen. Aber es geht hier darum, das, was aus Gott geboren ist, das ist nicht mein Fleisch. Wir als Christen haben zwei Naturen, das Fleisch und den Geist. Das Einzige, was aus Gott geboren ist, ist unser Geist, die neue Kreatur, die Gott in uns geschaffen hat. Unser Fleisch ist immer noch das Alte. Der Anselm, den du hier siehst, das ist immer noch der alte Anselm. Der hat sich nicht verändert, dadurch, dass ich gerettet worden bin. Gott hat in mir eine neue Kreatur geschaffen, genauso wie in dir, wenn du gerettet bist. Und diese neue Kreatur, korrekt, die sündigt gar nicht. Und warum spricht der Johannesbrief das an? Weil das Ziel des ersten Johannesbriefes ist, dass wir Gemeinschaft haben mit den Brüdern und mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, steht in Johannes Kapitel 1, Vers 3, 1. Johannes 1, Vers 3. Und wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit dem heiligen Gott, dann müssen wir selbst heilig sein. Nun, unser Fleisch ist nicht heilig, deswegen hat es keine Gemeinschaft mit Gott. Unsere neue Kreatur aber, die Gott uns geschaffen hat, die nicht sündigt, die ist heilig. Also was müssen wir tun, um Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wir müssen im Geist wandeln. Wir müssen, wie die Bibel sagt, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Wir werden niemals perfekt sein. Das lesen wir auch im 1. Johannesbrief. 1. Johannes 1, Vers 8 und 10 steht eindeutig. Ich kann es nochmal vorlesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Der Grund, warum wir immer noch sündigen, ist, weil wir halt zwei Naturen haben, das Fleisch und den Geist. Und wir können uns entscheiden, wandeln wir im Fleisch oder im Geist. Und das hat aber nichts mit Errettung zu tun. Natürlich, wenn jemand gar nicht gerettet ist, dann hat er nicht die Option, im Geist zu wandeln. Er hat keine neue Kreatur, die Gott in ihm geschaffen hat. Aber auch wenn ein Christ sein ganzes Leben, einfach mal theoretisch angenommen, im Fleisch wandeln würde, er wäre natürlich trotzdem gerettet. Deswegen schreibt Paulus, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, er macht einen Unterschied zwischen ich, meine neue Kreatur, und seinem Fleisch, das er sowieso eines Tages ablegen wird, das sowieso nicht in den Himmel kommen wird, denn Fleisch und Blut werden das Reich der Himmel nicht erben, sagt die Bibel. Und viele wollen das, wie gesagt, verdrehen, den ersten Johannesbrief, und dann irgendwie sagen, einen wahren Christen erkennst du daran, wenn er eben zum Beispiel nicht fortwährend in Sünde lebt. Völlig verdreht, um einfach nicht sagen zu müssen, was eigentlich die logische Schlussfolgerung wäre aus 1. Johannes 3, Vers 9, wenn man diesen Vers unbedingt verdrehen will, dass ein Christ einfach gar nicht sündigt. Nun, das wäre natürlich gelogen, denn 1. Johannes 1, Vers 8 sagt was anderes. Also worum geht es dabei? Es geht um unsere neue Kreatur. Und wie gesagt, am Ende des 1. Johannesbriefs in Kapitel 5 stellt Johannes dann jetzt nochmal fest, okay, das alles vorher, nur nochmal so zur Erinnerung, und ich formuliere das jetzt mit meinen eigenen Worten, nicht so, wie es da tatsächlich steht, aber nur nochmal zur Erinnerung, das hat nichts mit der Rettung zu tun. Denn 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wie werden wir gerettet? Indem wir an Jesus glauben und ein gerechtes Leben leben, nicht fortwährend in Sünde leben, nein, sondern wie werden wir gerettet? Allein durch den Glauben natürlich. Also die vorherigen Verse, die vorherigen Kapitel, da geht es nicht um Errettung. Vielleicht könnte man ein, zwei Verse rauspicken, aber im Großen und Ganzen ist das Ziel eben, wie wir Gemeinschaft haben, indem wir im Geist wandeln. Dadurch haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Unser Fleisch ist komplett sündhaft
unsere neue Kreatur ist zu 100% perfekt, deswegen ist der erste Johannesbrief so schwarz-weiß. Und natürlich die Realität ist, wir wandeln nie zu 100% im Geist, deswegen sündigen wir immer noch. Aber so oder so, hey, haben wir geglaubt an den Namen des Sohnes Gottes? Ja, dann haben wir ewiges Leben, auch laut 1. Johannes Kapitel 5. Also hier wird nochmal klargestellt, Errettung ist aus gnadischem Glauben, hat natürlich nichts mit unserem Wandel zu tun. Aber lass uns anfangen mit den letzten Versen 1. Johannes Kapitel 4, da heißt es in Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jetzt achte auf den nächsten Vers im nächsten Kapitel in 1. Johannes 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Was es bedeutet, ist natürlich, wenn wir den lieben, der ihn geboren hat, wenn wir unseren Vater im Himmel lieben, dann lieben wir auch den, der aus ihm geboren ist. Dann würden wir auch unsere Schwester im Glauben lieben, unseren Bruder im Glauben lieben. Und typischerweise wird von liberalen Christen einfach Glaube und Liebe zu Gott über einen Haufen geworfen. Natürlich gibt es einen Zusammenhang, denn wenn jemand wirklich gerettet ist, dann hat er den Heiligen Geist. Das heißt, irgendwo tiefer steckt, auch wenn er sehr im Fleisch wandelt, wird natürlich ein bisschen Liebe für Gott übrig sein, ganz einfach, weil er den Heiligen Geist hat. Aber ist das wirklich der Fall, dass wir immer Gott lieben? Nein, das ist nicht unbedingt der Fall, dass wir immer Gott wirklich lieben, so wie Gott das will. Denn das hat etwas damit zu tun, Gottes Gebote zu halten, im Geist zu wandeln und so weiter, was auch in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurde. Aber besonders liberale Christen, sie werfen Glaube und Liebe zu Gott über einen Haufen und denken, ja, ich liebe Jesus und das ist, bedeutet gleich, ich bin gerettet oder so. Ja, und das hört man so oft. Und wozu das verführt, ist dann zu sagen, ja siehst du, wenn du nicht deinen Bruder liebst, dann bist du gar nicht wirklich gerettet. Aber schau, es ist eben so wichtig, und deswegen habe ich das nochmal erklärt, worum es geht im 1. Johannesbrief, zu beachten, dass unser Fleisch komplett sündhaft ist. Ja. Unser Geist ist perfekt. Unser Geist liebt immer Gott. Unser Geist ist aus Gott geboren. Er liebt immer Gott. Unser Fleisch nicht. Unser Fleisch sündigt. Und sündigen ist Feindschaft gegen Gott, sagt die Bibel. Also nein, wir lieben Gott natürlich nicht immer so, wie Gott das will. Und deswegen werden wir auch nicht immer unsere Brüder lieben. Das ist leider einfach nicht der Fall. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wir werden nicht immer Gott lieben, aber das ist eine klare Aussage hier. Wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Warum sagt die Bibel das hier so klar? Nun, weil unser Geist aus Gott geboren ist und unser Geist liebt immer Gott. Und wenn wir im Geist wandeln, ja, dann lieben wir auch immer unsere Brüder. Darin erkennen wir Vers 2, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Woran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben? Woran erkennen wir, dass wir wirklich gute Gemeinschaft mit unseren Brüdern haben? Oder andersrum formuliert, wie lieben wir unsere Brüder? Wie geht das? Wie soll ich anfangen? Was soll ich machen? Nun, liebst du Gott und hältst du seine Gebote? Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und wie halten wir die Gebote Gottes im Neuen Testament? Nur das ist nicht, indem wir uns anstrengen, die Gebote zu halten. Denn die Bibel sagt, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also wenn wir im Geist wandeln, dann erfüllt Gott seine vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns. Also wie halten wir Gottes Gebot im Neuen Testament? Indem wir im Geist wandeln, indem wir Bibel lesen, indem wir Psalmen singen, indem wir Gemeinschaft haben mit den Brüdern, zur Kirche gehen, Seelengewinn gehen und so weiter. Dadurch wandeln wir im Geist. Wir sollen das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen, sagt die Bibel ungefähr, durch Lobgesänge und so weiter. Dass wir dem Herrn singen und spielen sollen in unserem Herzen. Und wie können wir unsere Brüder lieben? Indem wir eben Gott lieben und seine Gebote halten. Die Bibel sagt, dass das ganze Gesetz in einem Wort zusammengefasst wird, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz läuft darauf hinaus, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ganze Gesetz. Okay, dazu gehört auch 3. Mose 20, Vers 13 zum Beispiel. Verse, die heutigen Christen nicht unbedingt lieben. Aber es liegt daran, dass sie eben nicht Gott lieben und deswegen lieben sie auch nicht wirklich ihre Brüder. Du liebst nur deine Brüder wirklich, wenn du Gott liebst und seine Gebote hältst. Natürlich werden wir niemals in dieser Hinsicht Perfektion erreichen. Denn
wir alle lieben auch nicht Gott so, wie es eigentlich Gott gebührt, wie wir ihn lieben sollten, nicht wahr? Es geht nur, wenn wir im Geist wandeln. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Vers 2, dann heißt es in Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und wir können das zum einen Oberfläche vergleichen zu den Geboten, die die Pharisäer erfunden haben. Denn was heißt es über die Pharisäer, dass sie schwere und kaum erträgliche Bürden binden und sie den Menschen auf die Schultern legen? Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger antasten. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und so weiter. Also die Pharisäer waren es mit ihren menschlichen Geboten, die schwere und kaum erträgliche Bürden gemacht haben, den Menschen auf die Schultern gelegt haben. Dagegen, was sagt die Bibel über Gottes Gebote? Gottes Gebote sind nicht schwer. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen oder so ungefähr. Also nehmt auf euch mein Joch. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Das Joch, das wir tragen, wenn wir Christus nachfolgen, das ist sanft, das ist leicht. Verglichen mit den Geboten der Menschen, die sie uns auferlegen wollen. Verglichen mit den Geboten der Pharisäer. Nur natürlich stellen wir trotzdem fest, okay, wir reichen nicht heran. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir reichen natürlich nicht heran und wir werden es niemals wirklich schaffen, alle Gebote Gottes zu halten. Aber das ist jetzt die zweite Bedeutung. Gottes Gebote sind nicht schwer. Warum? Denn alles, was aus Gott geboren ist, Vers 4, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Auch ein heiliges Leben zu führen, ist durch den Glauben. Nicht dadurch, dass wir uns anstrengen, Gottes Gebote zu halten. Und insofern sind Gottes Gebote eben auch nicht schwer. Denn Gott wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was bedeutet es, aus Gott geboren zu sein? Es heißt im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, und alle aber, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also welche sind das, die an seinen Namen glauben? Also aus Gott geboren zu sein bedeutet eben an Jesus Christus geglaubt zu haben, wiedergeboren zu sein, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und das sind so extrem wichtige Verse, denn Leute wollen die Aussagen in der Offenbarung verdrehen, wo es immer wieder heißt, wo Jesus immer wieder sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Oder wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und so weiter. Wer überwindet, siehst du, du musst überwinden. Du musst die Welt überwinden. Du musst ein gerechtes Leben leben. Und so werden diese Verse häufig verdreht. Aber wie definiert die Bibel das selbst? Nun, die Bibel sagt hier, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Okay, wie überwindest du die Welt, indem du aus Gott geboren bist? Wie wirst du aus Gott geboren? Indem du glaubst. Deswegen heißt es dann, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, wer die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wie überwinden wir die Welt? Indem wir an den Herrn Jesus Christus glauben, indem wir gerettet sind. Was es aber auch bedeutet ist, um zu glauben, musst du natürlich den Lügen des Teufels Nein sagen und sagen, ich glaube an die Wahrheit. Ich will nicht an Lügen glauben, ich glaube an die Wahrheit. Und ein Vers dazu, der mir eingefallen ist, im selben Kapitel praktischerweise, in Vers 19, da heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Also wenn die ganze Welt sich im Bösen befindet, dann gibt es nur das eine Licht, Jesus Christus. Nun, dann überwinden wir natürlich sozusagen die Welt, indem wir zu der Welt Nein sagen. Wir glauben nicht den Lügen, sondern wir glauben an die Wahrheit. Wir nehmen die Liebe zur Wahrheit an, durch die sie hätten gerettet werden können, die Ungläubigen, die nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben und lieber der Lüge glauben wollten. Es ist natürlich in gewisser Weise leicht, einfach an Lügen zu glauben. Dagegen, wenn du gerettet werden willst, na, dann musst du natürlich den Lügen Nein sagen. Nein, ich will an die Wahrheit glauben. Ich werde nicht mit der Welt gehen. Und das hat nichts irgendwie mit einem gerechten Wandel zu tun. Denn
Wie überwinden wir die Welt? Indem wir glauben. Indem wir glauben, sagen wir Nein zu der Welt. Nein zu den Lügen des Teufels. Und wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann überwindest du die Welt, denn die ganze Welt liegt im Bösen und du bist aus dem Tod zum Leben gelangt und hast somit auch die Welt überwunden, die ihm vergehen wird. Du bist jetzt unvergänglich. Aber letzten Endes, wie ist das? Einfach durch den Glauben. Also jeder, der an Jesus Christus ganz einfach glaubt, einfach sein Vertrauen auf Jesus setzt, überwindet die Welt. Und es ist nicht schwer, an Jesus zu glauben. Das Einzige, was uns daran hindert, sind Lügen. Ja, wenn jemand noch nicht gerettet ist, Lügen, denen er Nein sagen muss. Die vielleicht verlockend klingen, warum auch immer. Denn wir Menschen sind stolz von Natur aus und deswegen wollen Menschen nicht gerettet werden, weil sie durch ihre eigenen Werke gerettet werden wollen. Vers 5, wer ist es, wer die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Die Bibel macht klar, auch im Alten Testament in 5. Mose 19, Vers 15, dass es immer drei Zeugen braucht. Man sollte nie eine Aussage einfach so annehmen, außer wenn sie durch drei Zeugen bestätigt wird. Das heißt in 5. Mose 19, Vers 15, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Das ist ein Prinzip, das die Bibel lehrt, das wir daraus lernen können aus diesem Vers. Auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Deswegen gibt es drei Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Und das ist etwas, was unseren, den wahren Gott, den lebendigen Gott von all den toten Götzen unterscheidet. So ziemlich alle Religionen, wenn nicht alle Religionen, alle falschen Religionen lehren, dass Gott eine Person ist und sie betonen die Einheit von Gott. Zum Beispiel der Islam sagt im Koran, dass Gott keinen Sohn hat. Warum? Weil Mohammed natürlich das Christentum kannte. Deswegen kannte er die Wahrheit und hat die Wahrheit offensichtlich abgelehnt. Er war ein Verworfen, nicht schwer zu erraten. Oder das Judentum, ausgerechnet das Judentum, betont die Einheit Gottes. Gott ist eins, der Herr ist eins. Und sie berufen sich auf das Schma Israel, Höre Israel, der Herr ist ein Herr. Ich habe das jetzt hoffentlich richtig zitiert, der Herr ist ein Herr. Und sie sagen dann, siehst du, die Einheit Gottes. Aber wie wird das im Neuen Testament interpretiert? Dass es nur einen Gott gibt, das ist, was damit gemeint ist. Also wir verstehen natürlich das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testaments. Und was den lebendigen Gott von all den Götzen unterscheidet, ist, dass unser Gott drei Personen ist, ein Gott. Drei separate Personen, ein Gott. Nun, wenn du das nicht glauben willst, hat dann Pech gehabt. Weißt du, ich kann dich nicht dazu zwingen, in den Himmel zu kommen. Denn du musst an die Trinität glauben, an die Dreieinigkeit, um gerettet zu werden. Denn ein Gott, der einfach eine Person ist und keinen Sohn hat, der kann dich nicht retten. So ein Gott ist der Teufel, ist irgendein Dämon, an den du glaubst. Und sogenannte Christen, die an Oneness glauben, die nicht glauben, dass Gott ewig existiert in drei separaten Personen, diese Leute sind keine Christen, sie fahren zur Hölle. Die Bibel lehrt hier eindeutig, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Warum gibt es drei Zeugen im Himmel? Weil jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhen soll. Ha, aber verarsche, Gott ist eins, Gott ist eine Person. Okay, warum sagt die Bibel dann, dass jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhen soll? Und dann sagt die Bibel zufälligerweise, dass es drei sind, die Zeugnis ablegen im Himmel. Aber ha, verarscht, es gibt nur eine Person im Himmel. Dann würde nicht jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhen. Oder besser ausgerückt, weil mir geht es natürlich dabei um das Prinzip, dann würde Gottes Wort, dann würde, was wir eben, das Zeugnis Gottes, ja, dann wäre es nicht wahr. Das Zeugnis Gottes ist deshalb wahr, weil es drei sind, die Zeugnis ablegen. Es gibt nicht nur einen Zeugen, sondern es gibt drei Zeugen. Den Vater, das Wort, das heißt Jesus Christus, und den Heiligen Geist. Und wenn das nur eine Person wäre, nun, dann würde Gott uns ganz einfach belügen. Dann würde Gott natürlich gegen sein eigenes Gesetz gehen und so weiter.
Das ist so eindeutig und die Bibel ist eindeutig, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei separate Personen sind, denn der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Also der Vater hat sich nicht selbst gesandt, sondern er hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Sie sind drei separate Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber sie sind gleichermaßen Gott. Sie sind alle wesensgleich in dem Sinne, dass sie alle genauso Gott sind, aber sie haben unterschiedliche Autorität, sie haben unterschiedliche Aufgaben. Jesus Christus ist eben der Retter, der gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Nein, der Vater ist nicht gestorben. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Aber trotzdem ist es nur ein Gott. Und es gibt viele Illustrationen, es gibt viele Beispiele, mit denen Leute die Trinität, die Dreieinigkeit erklären wollen. Aber jedes Beispiel scheitert irgendwann. Denn die Bibel ist eindeutig, dass Gott sich mit niemandem vergleichen lässt. Also du kannst kein perfektes Beispiel finden, du kannst keinen perfekten Vergleich finden, gibt es nicht, sondern du musst den Fakt annehmen, dass es nur einen einzigen Gott gibt und außer ihm keinen. Und dieser Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit in drei separaten Personen. Ein Vers, der noch super dazu passt, Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 31 und 32. Da heißt es, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Aber ha, Gott ist nur eins, nur eine Person. Siehst du, diese Oneness-Irrlehrer, die lehren, dass Gott nur eine Person ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist alles eine Person, die ziehen die Bibel in den Dreck, sie lästern Gott, sie machen sich über Gott lustig, sie spotten den Herrn Jesus Christus. Und diese Leute, die sollen zur Hölle fahren, diese Irrlehrer. Weißt du was, die Person, mit der ich beim Seelengewinn an der Tür rede, die auf Oneness reingefallen ist, ich will, dass sie gerettet wird. Aber weißt du was, ehrlich gesagt, die Chancen, dass sie gerettet wird, sind leider sehr klein, denn man muss fast wahnsinnig sein, um an diese Oneness-Irrlehre zu glauben. Ich lese weiter, Johannes Kapitel 5, Vers 32, da heißt es, ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Vers 37, und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben, ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen und so weiter. Also es braucht drei Zeugen. Deshalb ist Gott nicht eine Person, sondern ein Gott, der ewig in drei separaten Personen existiert. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 8, und die drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Jetzt achte darauf, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Was ist das Zeugnis? Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Was für ein Leben hat Gott uns gegeben? Ewiges Leben. Wie lange dauert das? Ewig? Ohne Ende? Okay, also können wir es niemals verlieren. Denn ansonsten wäre es nicht ewig. Wenn du ewiges Leben hast und Jesus würde es dir in Zukunft wieder wegnehmen, das Geschenk des ewigen Lebens, dann war es von vornherein nicht ewig. Dann hätte Gott gelogen. Natürlich kann Gott nicht lügen, laut Titus Kapitel 1, Vers 2. Aber hier ist das Ding, wenn jemand nicht an ewiges Leben glaubt, wenn jemand somit nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubt, an Heilsicherheit glaubt, dann glaubt er Gott gar nicht. Das ist, was die Bibel hier buchstäblich schwarz auf weiß sagt. Denn was haben wir in Vers 10 gelesen? Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Warum? Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Das heißt, wenn du nicht an das Zeugnis glaubst, was ist das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat? Dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wenn du nicht an das Zeugnis glaubst, dann glaubst du nicht an Gott. Nochmal, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, das ist Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, das ist ein ziemlicher Sprung. Wer Gott nicht glaubt, heißt es dann auf einmal, der hat ihn zum Jünger gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Siehst du, entweder du glaubst an Gott und glaubst somit an sein Zeugnis, an ewiges Leben, sprich, du kannst es nicht verlieren, ansonsten war es von vornherein nicht ewig, wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du gar nicht an Gott. Du hast ihn zum Lügner gemacht. Und wenn du an einen Gott glaubst, der lügt, dann glaubst du nicht an den Gott der Bibel natürlich. Ganz einfach zu verstehen, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Denn Gott gibt uns ewiges Leben, das das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Dieses Zeugnis musst du glauben. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Wenn wir einmal gerettet sind, dann sind wir für immer gerettet, für immer sicher. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber ha, ich bin derjenige, der ich mich selbst aus Gottes Hand reißen kann.
Nun, da steht, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Oder bist du größer als Gott? Bist du stärker als Gott? Kannst du dich aus der Hand des Vaters reißen? Das geht natürlich nicht. Vers 12, dann heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist einfach ein ermutigender Vers, zu wissen, okay, ich habe ewiges Leben. Warum? Weil ich glaube an den Namen des Sohnes Gottes. Und wenn du Zweifel im Glauben hast, hey, ich kann das verstehen. Das fühlt sich furchtbar an. Zweifel an der Errettung ist so ziemlich das furchtbarste Gefühl, das ich kenne wahrscheinlich. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht nicht bei jedem so, keine Ahnung, aber was ich weiß, ist, dass garantiert jeder Christ schon mal irgendwie Zweifel hatte. Mindestens das ist, denke ich, Fakt, denn wir sind halt unperfekt. Wir haben auch das Fleisch und wandeln nicht immer im Geist. Würden wir immer im Geist wandeln, nun, zu der Frucht des Geistes gehört Glaube, dann hätten wir immer perfekten Glauben und würden niemals zweifeln. Aber das ist ein ermutigender Vers, wo wir einfach, wenn wir Zweifel haben, daran erinnern können, hey, ich habe ewiges Leben. Worin liegt das? Ich habe ganz einfach geglaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Glaube ich jetzt an den Namen des Sohnes Gottes? Stell dir selbst die Frage. Ja, okay, dann hast du ewiges Leben. Das hat nichts zu tun, wie du lebst, was du für ein guter Christ bist, sondern glaubst du an den Namen des Sohnes Gottes? Dann wisse, dass du ewiges Leben hast und glaube auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes. Also, was Johannes hier damit meint ist, und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, Johannes hat uns das geschrieben als Ermutigung, dass wir auch weiterhin einfach daran festhalten, einen starken Glauben bewahren. Okay, ich habe ewiges Leben. Warum? Weil ich glaube an den Namen des Sohnes Gottes. Das sind ermutigende Verse. Und Glaube in der Bibel ist nicht automatisch Glaube zur Errettung. Es kann auch um einen starken Glauben gehen, ein starkes Vertrauen auf Gott, das sich nicht in Zweifel bringen lässt. Und dazu will uns Johannes hier bringen, uns ermutigen dazu, dass wir einfach festhalten, auch weiterhin festhalten daran. Hey, wir haben ewiges Leben. Warum? Weil wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Und dass wir eben dann auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glauben, festhalten. Ja, dass wir uns nicht ins Wanken bringen lassen durch Irrlehrer. Und das betrifft natürlich vor allem gerade neu gerettete Christen, die eher sich verführen lassen können, nie zu 100% verführen lassen können, wer einmal gerettet ist, immer gerettet. Das heißt, niemand wird dann jemals irgendwie auf einmal Atheist werden oder Moslem oder irgendwie verderblich Irrlehrer glauben. Das wird nicht geschehen. Aber Irrlehrer können, besonders jungen Christen, natürlich auch ins Zweifeln bringen. Das kann sein. Und da sollen wir einfach weiterhin stark vertrauen, glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Ich denke, das ist eindeutig, worum es hier geht. Anders macht dieser Vers keinen Sinn. Denn Johannes schreibt an Leute, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Es sind Leute, die schon glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Er schreibt schon an uns als gerettete Christen. Ja? Also, uns geretteten Christen muss man nicht sagen, glaube jetzt an Jesus, um gerettet zu werden. Warte mal, ich glaube schon an den Namen des Sohnes Gottes. Ich weiß schon, dass ich ewiges Leben habe. Sondern es geht eben darum, auch weiterhin einfach ein starkes Vertrauen zu bewahren an den Herrn Jesus Christus. Dann heißt es weiter in Vers 14, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also, wir müssen nicht irgendwie zweifeln. Habe ich das, worum ich Gott gebeten habe, wenn es seinem Willen gemäß ist? Dann müssen wir nicht irgendwie zweifeln, sondern, hey, Gott wird mir das geben. Ja, Gott hat mir das zugesichert, dass die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Natürlich, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Gott wird uns nicht etwas Sündhaftes geben. Aber, hey, wir können wissen, dass Gott uns liebt und uns die Wünsche unseres Herzens geben will. Das wird nicht unbedingt sofort sein, aber wenn wir gerecht wandeln und bitten, was seinem Willen entspricht, Gott wird es uns eines Tages geben. Es wird vielleicht nicht sofort sein, denn Gott weiß natürlich, was für uns gerade am besten ist. Aber wir müssen auf jeden Fall nicht irgendwie zweifeln, hat uns Gott gehört oder so. Sondern wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten. Wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Also jemand, ein Bruder hat irgendwie Ehebruch begangen oder Mord begangen oder so, eine Sünde zum Tode, das heißt eine Sünde, die mit dem Tode bestraft werden sollte. Sollen wir für denjenigen bitten? Das sagt die Bibel. Es gibt eine Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht.
Vers 18, da heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Natürlich genauso wie 1. Johannes 3, Vers 9. Nochmal so eine Aussage. Jeder, der aus Gott geboren ist, wir haben eine neue Kreatur, die nicht sündigt. Darum geht es. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Die ganze Welt, zu der Welt gehört im Grunde genommen auch unser Fleisch. Auch unser Fleisch befindet sich im Bösen. Aber der krasse Gegensatz dazu ist eben, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist unsere neue Natur, die nicht sündigt. Wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Oh, wo sagt die Bibel, dass Jesus Gott ist? Nun, dieser, wer? Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Was für ein schöner, eindeutiger Vers. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir geholfen, den 1. Johannesbrief besser zu verstehen, das letzte Kapitel. Schau dir die anderen Folgen vorher an und hinterlass gerne einen Kommentar, wenn du eine Frage hast. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.